So Leute, und willkommen zurück zu London 2012, die Olympischen Spiele, das Videospiel von Sega, und willkommen beim Let's Play. Wir befinden uns an Tag 7, gestern gab es eine Goldmedaille im Turnen, war das, und zwar genau im Trampolinturnen. Wir werfen einen kurzen Blick auf den Medaillenspiegel, sind zusammen mit den Briten auf Platz 1 mit 11 Punkten, dahinter die Neuseeländer mit einem größeren Abstand mit 6 Punkten. Wir schauen uns mal an, welche Disziplinen uns heute erwarten. Und zwar haben wir da Gewichtheben, Diskuswerfen, Hochsprung, 100 Meter Schmetterling der Damen, Kajak und Schnellfeuerpistole. Ich würde sagen, wir wählen einmal Gewichtheben und 100 Meter Schmetterling der Damen. Und damit geht es ins Excel Center nach London. Um 9 Uhr folgt nämlich die Qualifikation, um 11 Uhr geht es ins Aquatic Center zur Qualifikation im 100 Meter Schmetterling und die Finals um 14 und 16 Uhr. Los geht's! Und im Gewichtheben haben wir beim letzten Mal Gewichtheben auf der Spielstufe Normal haben wir den Weltrekord geholt. Und in diesem Bereich wollen wir dieses Mal wieder hin. Alexander Amonk natürlich. Ich denke mal, wir können hier mit 200 in der Qualifikation anfangen, um wieder reinzukommen. Und danach orientieren wir uns klar nach oben. Los geht's. So, als erstes bauen wir Kraft auf und jetzt heißt es nach unten, nach oben und das Ganze jetzt halten, indem wir die A-Taste richtig schön quälen. Und das hat funktioniert. 200 Meter im ersten Versuch, 200 Kilo im ersten Versuch und das sollte der erste Platz werden. Jawohl, deutlichst vorne. Jetzt können wir uns eigentlich einmal machen wir mal 210 Kilogramm. Damit hatten wir die Qualifikation dann sicher, dann mehr als sicher. Und können uns vielleicht auf einen Weltrekordversuch vorbereiten. Und da waren wir schon ordentlich am Wackeln, da habe ich ein bisschen spät angefangen. Aber auch die 210 Meter, die sitzen. Und damit sind wir klar vorne vor den Briten, den Chinesen und den Polen. Los geht's mit dem dritten Versuch. Der Weltrekord liegt bei 215, den haben wir eigens aufgestellt. Ich würde sagen, wir machen mal 218 Kilo und wollen den Weltrekord noch einmal überbieten, wenn wir es schaffen. Jetzt Daumen drücken. Oh, das hat leider nicht funktioniert. Da sind wir zu schräg hochgekommen. Schade, schade. Aber wir haben trotzdem den ersten Platz in der Quali geholt und ich verspreche euch, wir werden es nochmal mit dem Weltrekord versuchen, wenn wir im Wettkampf sind. Well, 206 Kilo haben die Chinesen gepackt. Ich denke mal, dann werden wir beim nächsten Mal als erstes auf 210 Kilo heben. Damit sollten wir schon mal eine sichere Medaille haben und dann werden wir weiter nach oben gehen. Und weiter geht es ins Aquatic Center zum 100 Meter Schmetterling.
Los geht die Qualifikation im 100 Meter Schmetterling der Damen. Und Andrea Pfeffer, die auch bereits einen Weltrekord innehat, steht für uns am Startblock. Die Einführung möchten wir nochmal machen, weil Schmetterling haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber es geht ganz normal los wieder mit A und im Wasser mit den Beinen auch A. So, und hier müssen wir Schmetterling links und rechts nach unten. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Das ist wieder so eine fummelige Sache, dass wenn man einmal falsch drückt, dann ist quasi alles verloren, weil er dann extrem langsam wird. So, für den Endspurt am Ende des Rennens drücke A, um anzuschlagen. Führe die Züge aus, wenn beide Arme ausgestreckt sind, um das meiste Tempo aufzubauen. Je schneller du unter Wasser A drückst, desto schnellere Beinschläge macht der Athlet. Das soll reichen als Einführung. Und auf geht's an dem Startblock zur Qualifikation. Daumen drücken. Und wir haben hier die grüne Linie vor uns. Und wir sind derzeit auf Position 5, können uns aber noch verbessern. Nach der Wende sind wir hier jetzt auf Platz 4. Jetzt müssen wir einfach weiter durchhalten, um bloß nicht noch auf Platz 5 zu rutschen. Und wir sollten den vierten Platz geschafft haben, jawohl, so ist es, und haben uns damit qualifiziert. Wir werfen einen Blick auf die Übersicht und ja, doch mit relativ großem Abstand vor den Briten haben wir es geschafft, ins Finale einzuziehen. Aber erstmal geht es jetzt zum Finale beim Gewichtheben über 105 Kilo der Herren. Im Excel Center in London geht jetzt das Finale im Gewichtheben der Herren los. Und ich habe euch ja versprochen, wir werden zwei Versuche machen, den Weltrekord zu erlangen. Als erstes brauchen wir aber eine sichere Weite. Und zwar werden wir diese wieder auf 210 Meter setzen. Das war eigentlich eine recht sichere Nummer. Und da schauen wir mal, ob wir es packen. Los geht's. Ah, da sind wir schräg gekommen. Schade, schade. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir diesen einen hier noch jetzt schaffen. Das Problem hatten wir auch bei dem letzten Versuch in der Qualifikation. Aber jetzt nochmal und diesmal ein bisschen besser aufpassen. Das sieht viel besser aus. Und jetzt auf A einhämmern. Und jawohl, das hat geklappt. Damit sind die 210 Meter sicher. Und auf jeden Fall, denke ich mal, auch eine Medaille. Aktuell erster Platz vor den Briten. Aber wir wollen den Weltrekord, der uns zwar schon selber gehört, aber wir wollen ihn einfach nochmal überbieten. Ich würde sagen, machen wir die 220 hier
Und jetzt Daumen drücken. Los geht's. Nein, das war wieder leider zu schräg. Kein Weltrekord, aber hat es für Platz 1 gereicht. Und jawohl, das ist Gold. Gold für Deutschland. 210 Kilo haben gereicht. Die anderen beiden Versuche waren leider nichts. Und ganz, ganz knapp, hauchdünn vor den Briten und den Chinesen, haben wir hier den ersten Platz geholt. Und wir werfen einen Blick auf die Siegerehrung. So, wir werfen einen Blick auf den Medaillenspiegel und haben die Briten überholt mit 4 goldenen, einer silbernen. Die Briten haben zwar 2 Medaillen mehr, aber wir haben einfach die besseren. Weiter geht's jetzt mit den 100 Meter Schmetterlingen der Damen. Ja, leider lässt die Stimme gerade ein wenig nach. Und Andrea Pfeffer steht am Startblock und wir sind gespannt, ob wir es schaffen, eine Medaille zu bekommen. Daumen drücken. Ein guter Start. Besser als in der Qualifikation und jetzt den Rhythmus bloß beibehalten. Dritter Platz vor der Wende. Zweiter sogar. Und jetzt sind wir sogar auf den ersten Platz. Und jetzt heißt es einfach durchziehen, konzentrieren. Und da gehen wir leider, da mussten wir leider ein bisschen abreißen lassen, da gab es ein paar Probleme und damit geht ja leider der sichere erste Platz daneben. Da hatten wir sogar Chancen auf den Rekord, aber dennoch den zweiten Platz und auch Olympiarekord, aber der erste Platz ist natürlich noch ein bisschen schneller. Hier sehen wir Führender an der Wende. Und auch hier liegen wir vorne, aber da werden wir auf einmal ein bisschen langsamer. Und schaffen mit Glück noch gerade den zweiten Platz. Die Portugiesen landen vor uns. Und die Briten zusammen mit uns auf dem zweiten Platz. Auf jeden Fall ein gutes Ergebnis für uns. Damit können wir mehr als leben. Und wir werfen einen ganz kurzen Blick auf die Siegerehrung. Und der Medaillenspiegel. Also die Briten haben heute wieder 2 silberne dazu geholt. Wir haben eine goldene, eine silberne geholt und können mit dem Tagesergebnis sehr zufrieden sein. Ein Punkt zwar nur noch Vorsprung, auch noch vor Großbritannien, aber wir haben ja noch ein paar Tage, um uns abzusetzen, um dann am Ende hier immer noch auf Platz 1 zu stehen. Das Ergebnis nochmal, zweimal qualifiziert und Gold und Silber, der bisher erfolgreichste Tag, glaube ich.
Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch am nächsten Tag, dem achten Tag, wieder reinschalten würdet und zuguckt und mitfiebert, ob wir am Ende im Medaillenspiegel auf Platz 1 stehen. Es erwarten uns noch einige Disziplinen und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.